ein anderes Thema. Der IGH hat am 12. Januar Israel dazu verpflichtet, Gewalt gegen Zivilisten im Gazastreifen oder allgemein palästinensischen Gebieten einzudämmen und diese auch besser zu schützen. Jetzt ist über einen Monat ins Land gegangen. Wir sind mittlerweile bei über 28.000 Toten. Erst kürzlich hat Israel in Rafah auch palästinensische Flüchtlingslager bombardiert und laut UN-OCHA werden 400.000 Palästinenser am Gazastreifen der Phase 5 bei Hungersnöten zugeordnet, das heißt Katastrophenlevel und vom Hungertod bedroht. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Bundesregierung nach wie vor behauptet, das letzte Mal im Namen der Bundesregierung durch Staatssekretärin Susanne Baumann vor dem Bundestag am 7. Februar, dass Israel sich an diese Vorgaben des IGH hält und palästinensische Zivilisten besser beschützt. Also vielleicht, um es mal zu sortieren, Herr Wawek, der Internationale Gerichtshof hat am 26. Januar, wie Sie ja richtig sagen, einstweilige Maßnahmen erlassen, die völkerrechtlich verbindlich sind und die für Israel gelten. Und der IGH hat ja Israel auch aufgetragen, innerhalb eines Monats dazu zu berichten, wie diese Vorgaben umgesetzt werden. Insofern würde ich diesen Bericht jetzt erstmal abwarten. Zur generellen Lage kann ich Sie verweisen auf die Aussagen der Ministerin erst gestern wieder bei einer Pressekonferenz mit dem palästinensischen Amtskollegen, wo sie sich ja hinreichend zur Lage eingelassen hat. Insofern ist, glaube ich, unsere Haltung klar bekannt. Sie wissen sehr genau, dass wir, und die Ministerin ist ja heute auch nochmal im Nahen Osten unterwegs, wird Gespräche in Israel führen mit unseren Partnern dort, verschiedenen Gesprächspartnern, dass wir einerseits unterstreichen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und gegen die Hamas vorzugehen und entsprechende Operationen zu führen. Und gleichzeitig eben auch gilt, dass bei diesen Operationen der Schutz der Zivilbevölkerung, so wie es ja das humanitäre Völkerrecht auch vorgibt, prioritär sein muss und Israel die Menschen dort im Gazastreifen schützen muss. Wir sind auch der Auffassung, dass sie sie besser schützen muss. Das sagen wir auch unseren israelischen Gesprächspartnern. Aber es ist weiterhin eine extrem komplexe Situation, in der noch über 100 Menschen in der Geiselhaft der Hamas sind. Es sind ja erst kürzlich wieder zwei, Gott sei Dank, befreit worden. Diese Menschen müssen freigelassen werden und die Hamas operiert weiter aus Gaza gegen Israel. Und insofern ist das, glaube ich, habe ich jetzt in sehr vielen Worten das dargestellt, was Sie ohnehin als Position der Bundesregierung kennen. Aber meine Frage war ja, also Ihre Staatssekretärin Frau Baumann hatte am 7. Februar auf Nachfrage eines BSW-Abgeordneten erklärt, die Bundesregierung geht davon aus, dass sich Israel an diese Anordnung des IGH hält. Und ich würde ganz gerne wissen, das war eine klare Parteinahme, wo ich sage, Israel hält sich daran. Und ich würde ganz gerne wissen, auch aufgrund der geschilderten Vorfälle der letzten Wochen, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Bundesregierung sagt, Israel hält sich an diese Anordnung des IGH. Das hat sich mir aus Ihrer Antwort nicht erschlossen. Also Israel ist ja Partei dieses Verfahrens und hat sich ja auch eingelassen in dem Verfahren und wird auch sicher der Berichtspflicht nachkommen. Insofern sehe ich nicht, dass Israel sich nicht sozusagen an das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof hält. Und wie Israel diese Vorgaben umsetzt, wie es sich auch die Vorgaben des internationalen, des humanitären Völkerrechts in der Operation umsetzt, das müssen Sie jetzt schon Israel fragen. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann können wir das Thema wechseln, wenn es Fragen zu anderen Themen gibt.